Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They decided to head south to the distant land of their ancestors. But the journey was long and dangerous. Still, the wolf brothers made new friends on the way. They learned more about the world, but danger seemed to always follow them after a bad accident. They were separated. The big brother had been hurt, and the hunters finally captured him. They put him in a cage, but when he finally escaped, he went to search for his little brother. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not leave them. Suddenly, their mother showed up after all that time. She said she came to help rescue him. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. So they had to knock her out to escape. The wolf brothers, now reunited, followed their rogue mother far into the desert to her hideaway. Ja, und damit herzlich willkommen zu Life is Strange 2, zur letzten Episode, zur fünften Episode. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht, wie es zu Ende geht. Und ich freue mich darauf, das mit euch teilen zu können. Scheint, wir schlafen mal wieder unter freiem Himmel, oder ist das ein kleiner Rückblick? Auf jeden Fall haben wir Daniel wieder. Hey, wake up, Sean. Dude, come on. What? What time is it? Get up. It's so beautiful. Check it out. So? Yeah, okay. Good call. Wow. That's amazing. I know. Is your eye okay? Yeah. It just itches. It's okay, Nano. I promise. Yeah. Okay. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too.
Mensch, da hat man ja schon von Anfang an Pipi in den Augen. Leute, wie fängt denn das hier an? Diaz Brothers. Always. Und ich bin so froh, dass die Wolfsbrüder wieder zusammen sind. Ach, herrje. Ein wunderschönes Bild. Are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth? Yeah. Sometimes I feel like she's around, coming after me. It's scary. Oh ja, und wie gesagt, der Daniel hat ja einiges mitmachen müssen. Einmal von Anfang an, aber auch gerade die letzte Episode, wo er da in diese dumme Sekte geraten ist und sich von der Lisbeth da hat zur goldenen Kuh machen lassen. Ich bin so froh, dass er am Ende dem Sean doch noch geglaubt hat, dass wir nur das Beste für ihn wollen, dass er nicht schuld ist und dass wir ihn da einigermaßen heil rausbekommen haben. Ja, aber er hat schon also angedeutet, dass er öfters Albträume darüber hat, was ich absolut verstehen kann. Wie ein Kind in dem Alter sowas verkraften soll, das ist mir unvorstellbar, dass da Spuren bleiben. Das ist... ist irgendwie selbstverständlich. Und sie hat Angst. Sie hatte Glück. Jetzt habe ich die Frage nicht mitbekommen. Ich war so viel am Quatschen. Eigentlich, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Aber ich wollte ja trotzdem ein bisschen noch über die Vergangenheit kurz reden. So, aber wir sind im Hier und Jetzt. Und sie hatte Angst. Sie hatte Glück. Hat er gefragt über Lisbeth sowas? Das kommt, wenn man nicht mitliest. Ich sag mal, sie hat Angst, aber ich weiß halt nicht, was er gerade gesagt hat. Dude, I bet she's having nightmares about you. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Creeps me out. Okay, also es ging um Lisbeth, dass die jetzt wohl auch Angst hat. Und ja, eigentlich hatte sie auch Glück, dass wir sie haben leben lassen. Weil, also so eine dumme Schnepfe. Nun gut, das Wichtigste ist aber, wir sind zusammen und sie hat keine Kraft. Ja, beides. Also sie hat hoffentlich, egal ob wir sie wieder treffen oder nicht, keine Kraft und keine Macht mehr über Daniel. Und ich denke mal oder hoffe für die beiden, dass sie das noch fester zusammenschweißt in Zukunft. Und ja, da denke ich, ist wir sind zusammen die beste Antwortmöglichkeit. Listen. We're far away from her, okay? We're together again. Safe. Yep. Hope so. Sean. Are we criminals now? Puh. Naja, also was heißt, sind wir jetzt Verbrecher? Das ist wirklich auch schon wieder so eine schwierige Frage. Also wegen Lisbeth glaube ich nicht, weil wir haben Daniel ja nur da rausgeholt. Eigentlich sind das die Verbrecher. Sie wollten schließlich Sean umbringen. Und das ist definitiv ein Verbrechen. Und wir haben ihn ja nur da rausgeholt, wir haben keinem was getan, also sind wir in der Form auf keinen Fall Verbrecher. Was allerdings mit dem Murray hieß er, ne, diesem Drogendealer und Finn und so passiert ist, ja, da weiß man halt nicht, was genau passiert ist, aber das war halt auch nicht so ganz legal. Die Frage ist, was antwortet er jetzt bei irgendwie? Irgendwie schon, irgendwie nicht. Also sagen wir mal so, es war nicht ganz okay, also dementsprechend haben wir schon irgendwo was falsch gemacht. Aber ob das jetzt ein Verbrechen war, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe mal, bei irgendwie antwortet er ja einigermaßen vernünftig, nicht, dass er den Daniel irgendwie verängstigt noch mehr. Aber ich möchte ihn halt auch irgendwo nicht anlügen, wo man halt hier nicht weiß, was ist denn jetzt wirklich eine Lüge.
Schwierig. Sort of. We did a lot of illegal shit. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Yeah. I know. Well, we're almost at the border. Finally. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Inanna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Ah, klar mache ich das. Bist du dafür nicht zu alt? Na, natürlich machen wir das. Natürlich. Oh. Yeah. I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Oh, yeah. Okay. So, thanks to their mama wolf, the Wolf Brothers barely escaped from the coyote cult. She led them to her secret lair, deep in the Red Desert. The Wolf Brothers rested for a while, but at some point, they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land, but between them and their destination lied a mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me. Who's telling the story? You are. But it's my story too. Right? Ja, Feuereinhorn. Mhm. Ja, warum nicht? Ja, das ist wahr. Das ist meine Version. Nö, ich finde, es ist schon wahr. Es ist ja die Geschichte wirklich von den beiden. Und Sean denkt sich das zwar gerade aus für Daniel, aber ich finde, Daniel hat da schon gut Mitspracherecht. Und dementsprechend ist es wahr. Es ist die Geschichte von beiden. Ja, yeah, that's true. Okay, then. So what happens next? They arrive in Mexico, but the country is rampaged by goblins. Together, the wolves and the unicorn manage to slay them and become heroes. The police forgives them, and all their friends come to Mexico to celebrate. Yeah. Sounds pretty good, Inanna. Let's pack this shit up and head back to town. Ja, die Geschichte klingt richtig gut. We gotta clean up our stuff before we leave. This place is too pretty. Genau, und da wir hier eine Weile gelebt haben, müssen wir unseren Müll und unsere Sachen wieder zusammensuchen. Meine Frage war jetzt irgendwie noch, wo ist denn jetzt die Mutter abgeblieben? Hat die jetzt irgendwie einfach nur da rausgeholt, an der nächsten Ecke abgesetzt und gesagt, ja, tschö, wir sehen uns dann mal wieder? Weiß nicht, dachte jetzt eigentlich, dass die, ja, dass Daniel vielleicht ein bisschen Zeit hat, auch seine Mutter kennenzulernen. So, aber wir sehen hier, wir können zeichnen. Und das wollen wir doch mal machen. Das ist wirklich so ein tolles Panorama hier. Oh, sketching time. Ja. Good idea. Genau. Was Daniel sagt. I'm glad you can still draw after. You know. Guckt euch das an. So schön ist es jetzt leider von hier nicht. Also, die Draufsicht war schöner. I can still sketch anything. Almost. That's so cool. I don't want you to stop drawing. Ever. Thanks, man. This is so cool. Ja, und ich find's auch super cool. Pretty good. But I can add more details if I want. Und ich find's auch immer noch super genial, dass die Sicht sich jetzt ja auch geändert hat. My back hurts a little. I'm glad we're sleeping in our bed tonight. So, aber hey, das Bild can wird you schön. Draw me as a superhero? Like striking a pose over the canyon. I can try. Entspannt, krass. Rough looks cool, but messy. Should I keep going? Ja, ich möchte gern weitermachen.
Und hier kommt Daniel als Superheld dazu. Relaxed und entspannt. Echt Tada. Cool. Finished. Let me check it out. Oh man. I do look like a mighty superhero. That's so cool. Ach, ich finde es schön auch, dass Daniel seine Fantasie nicht verloren hat. Also ich hoffe, dass er das, was er alles erlebt, am Ende doch einigermaßen überstehen kann und dass nicht so viel ja psychisch geschädigt ist bei ihm. So, gut, Zeichenblock haben wir, dann packen wir natürlich ein sofort. Damit wir ihn ja nicht vergessen, der muss ja wieder mit. Puh. Hey, I can help. Just tell me what you want to put in there. You are the man. Ja, aber wir gucken uns selber erstmal ein bisschen um. Until we used Karen's old guidebook. I swear Dad had that same book in the garage. Yeah, I think he did. Why did he never show it to us? Maybe it reminded him of Mom too much. Oh. Yeah, right. Also ich find's krass, wie viel der Daniel wirklich in seinem Alter schon versteht und nachvollziehen kann. So, wir haben da einen Behälter und eine Lume. That heat comes in. God damn. That food was amazing. Thanks, Joanne. Das könnte Daniel ja jetzt wegräumen. L2. So, und dann kann Daniel hier mal. Let's clean up this mess. Not if it cleans up by itself. Stop. Daniel. Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Jeez. You're no fun. Und ich finde es auch, ist mir gerade mal so aufgefallen, kann ich leider nicht die Ansicht so drehen, dass beide so ein Tuch um Hals, das sieht echt, weiß nicht, also so Partnerschaftsbrüder-Vereinigungstuch. Keine Ahnung. Finde ich total cool. Finde ich wirklich, wirklich cool. So, das kann Daniel auch noch wegräumen. Yo, bitte. Captain Can, can you take these away? Sure. And no funny business. Of course not. Perfect formation. Und ich finde es auch schön, dass Daniel von sich aus gefragt hat, ob er helfen kann. Das ist sehr gut. Da sieht man, dass die Beziehung von den beiden doch wieder in Ordnung ist. Hoffe ich, also so, ne? So, Taschenlampe kann Daniel auch wegräumen, bitte. Activate flashlight. On the way. Das ist echt praktisch. Das ist echt praktisch. Das wäre für mich auch was, diese Kraft. Dann bräuchte ich nicht mehr aufstehen. Bin ja auch so eine faule Socke. I hope we could go watch the stars again. Mom said there's a moon eclipse coming up soon. I'm in. This place is cool. I could just move here. Well, let's hit the trail, cowboy. Ja, aber wir müssen weiter, so schön das da ist. Aber ich denke, wir kommen noch an mehrere schöne Orte. Auch das Haus, wo die zeitweise gewohnt haben, war ja auch sehr schön im Wald. Sehr idyllisch. What are you doing? Keine Zeit zum Spielen, lass das. Das ist beides nicht sehr freundlich, aber. Dude, we don't have time to play. Come on, let's go. Okay, okay. Und der hat bestimmt jetzt seinen Schock, das Schock seines Lebens. Mein Gott, was ist denn heute mit meiner Stotterei hier? So. Also, wir haben alles eingepackt. Nochmal schauen. Ne? That's what you get for taking a piss when the only one fell. I know. You tried to warn me. At least we got to see Mars. That was so cool. Arthur and Stanley let us use the telescope. Yeah.
These guys are real cool. Also wirklich eine wunderschöne Aussicht hier. Ich wollte es nochmal gezeigt haben. Das ist richtig geil. Also da zu stehen, den Wind in der Haare zu spüren und ja, die Sonnenstrahlen auf der Haut. Hell yeah. You're like the magic assistant. Das finde ich auch richtig geil. It's nice to be able to use my power out here. Not hide it. Yeah. Karen was right. They're all cool with it. Mom doesn't say much about my power. Why do you think? Sie ist verwirrt. Ihr ist es egal, Daniel. Ich glaube auch, dass sie vielleicht ein bisschen verwirrt darüber war. Confused. Like, what do you mean? She's my mom. Well, you know. I mean, she hasn't seen you for years. Not sure she can deal with all of this at the same time. Huh. It must be weird for her. I hear you. Ja, also wie Sean schon sagt, also sie hat ihren Sohn ja quasi mit einem oder zwei Jahren verlassen. Jetzt erst wiedergefunden. Und ja, und dann hat der Sohn auch noch solche Kräfte und sie muss ihn aus einer Sekte befreien und die andere Sohn ist verletzt und so weiter und so fort. Da muss man erstmal mit klarkommen. So, hier besprechen Steinhaufen bitte. Hey, see this? Looks like the ones you did back in that cabin. When you got sick. Oh, totally. Wait. Does that mean other people were here? Of course. Maybe someone from away did it. Oh, I bet it was Joanne. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das schon andere Leute waren, die hier hochgekraxelt sind, um die einfach verblüffende Aussicht zu genießen. After all that scary crap Daniel had to go through, nature still freaks. Ich möchte hier gar nicht rennen. Ich möchte schon gucken, ob wir noch was finden. Hier Gras besprechen. Hallo? Daniel, guck dir mal das Gras an. Does it ever rain in the desert? Well, oh, good question. Jetzt hat er ein bisschen Zuckungen. Ich dachte jetzt eigentlich, er bespricht ihn noch so ein bisschen. Naja, gut. Wie gesagt, ich möchte hier eigentlich ungern irgendwas verpassen. I wish I had the power to fly. It'd be such a short hike. Das stimmt wohl. Wohl ganz ehrlich, ich glaube, ich persönlich hätte hier so ein bisschen Höhenangst. It's gonna take a couple hours to get back. Aber es muss schon ein geiles Gefühl sein, wenn man da drüber fliegen könnte. Daniel, wo bist du? Da. Bisschen drauf aufpassen, dass wir ihn nicht wieder verlieren. Aha. So, da geht weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Hey, you know who I'd see having a trailer out here? Who? Ja, liebes Spiel, ich weiß, dass ich rennen kann, aber ich möchte hier gar nicht rennen. So, hier runterklettern. Daniel, komm. Komm, wir helfen dir. Na komm. The light is so different from yesterday. Ich wollte ihm helfen, ich habe X gedrückt. It feels like a completely different place. Meine hat er gut selber geschafft, aber ich hatte eigentlich X gedrückt, um ihm zu helfen. Oh, look, look. Oh, man. I just saw a cool baby lizard. Yeah, and you scared it. I know. Okay, wenn wir hierher gekommen sind, ist hier gerade irgendwas vielleicht verfallen. Looks like a job for zusammengefallen. Our local super psychic boy. So, dann bitten wir mal Daniel, dass er das da wegräumt. So, maybe he can help us get out of here. Mm.
I'll try. Step back. Be super careful. There you go. I hope it's okay. Nice, man. Ja, und das hat er ganz toll gemacht. Also er hat seine Kräfte jetzt schon echt gut im Griff, muss ich ja sagen. Und kann sie auch sehr gut kontrollieren, so wie es den Anschein macht. Bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Damit nochmal herzlich willkommen zu Life is Strange 2, zur fünften Episode. Sage ich ein wenig wehmütig, weil es ist irgendwie schon die fünfte Episode und leider halt die letzte. Hey, I'm gonna go see what Joanne is doing. Go for it. I have to bring back the telescope to Stanley and Arthur. Went to town for weekly supplies. Some pancakes left in the kitchen? Back soon. Yeah, und es gibt Pfannkuchen. Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Oh, man. Sorry. I was gonna eat with Joanne. Over and out. 10-4. No flying pancakes today. Okay, Daniel möchte keine Pfannkuchen. Wie kann man nur Pfannkuchen verschmähen? Verstehe ich gar nicht. So, meine Lieben, wir essen aber Pfannkuchen in der nächsten Folge und gucken uns hier mal ein bisschen um, wo wir denn jetzt hier eigentlich sind. Und, ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.